Mein Name ist Beate Baltes vom Meyer-Henschel-Institut und ich lege jetzt hier den Edge Explorer an. Das heißt, ich werde hier die junge Dame mal in die Situation eines älteren Menschen versetzen, die körperlichen Veränderungen, die früher oder später auf sie zukommen, im Schnellverfahren anlegen. Was haben Sie jetzt alles montiert? Wir haben die Bewegung eingeschränkt in den Gelenken, einen Anzug mit Gewichten, damit sie schneller ermüdet, wenn sie den Anzug länger trägt. Von der Feinmotorik ist sie eingeschränkt, weil sie Handschuhe anhat und damit natürlich nicht ganz so geschickt ist. Des Weiteren hat sie auch leichte Schmerzen in der Hand, wenn Druck auf die Handfläche kommt. Ja, das sind alles mögliche Veränderungen, die halt auf sie zukommen können. Je nach Veranlagung. Und je nach Lebensweise natürlich auch. Den Knopf hier kriege ich zum Beispiel sehr schlecht zu. Es klappt mit den Handschuhen nicht. Und noch dazu ist ein Klettverschluss innen drin. Also es tut auch weh, wenn ich Druck ausübe. Das heißt, wenn Sie jetzt jemandem die Hand geben, dann tut das weh? Das tut weh. Ja, das ist wie weil im Handschuh Klettverschluss drin ist, genau. Verschlüsse drin sind. Ja. So, jetzt haben wir aber erst einen Teil dieses Anzugs. Ja, ich merke aber schon in den Beinen, es ist jetzt, und in den Schultern merke ich es vor allen Dingen, ist, also, boah, zieht runter, das sind ein paar Kilo, die mich nach unten ziehen. Wenn Sie jetzt ein bisschen mehr gegessen hätten, dann wären das sowieso der Normalfall. Ja, genau, noch schlimmer. Aber Sie sind untrainiert natürlich. Völlig untrainiert. Mit diesem Gewicht herumzulaufen. Ja, jetzt kommt noch eine Jacke dazu. Natürlich noch weiter auch mit den Gewichten, hier in dem Anzug. Und ich stelle mich extrem dumm an, diese Sachen anzuziehen. Dank ich muss sie noch ein bisschen festschnallen, denn ich möchte, dass sie in ihrer Beweglichkeit nach oben eingeschränkt sind. Denn das ist leider auch ein Punkt, den viele Ältere betrifft, dass das einfach Strecken ins oberste Regalfach nicht so einfach ist. Und auch hier haben Sie nochmal die feinmotorische Übung, die einfachen, großen Druckknöpfe zu schließen. Vielleicht machen Sie nur ein oder zwei, vielleicht wird es Ihnen andernfalls zu warm. Ja, aber Sie merken eben auch, man ist nicht gerade so schnell und ganz so geschickt. Das gibt es ja nicht. Nee. Normalerweise würde ich sagen, hätte ich das in 3 Sekunden hier geschafft. Und jedes Mal zudrücken tut halt auch weh. Ach, weil die kleinen... Genau, diese Nadeln, die pieksen. Nadeln, die pieksen genau in die Hand hinein und in die Handfläche und in die Fingerkuppen. Genau, genau rein. So, jetzt hören Sie natürlich auch schlechter. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die im Alter leider der Fall ist. Wenn Sie die Haare ein bisschen hinter die Ohren machen, dann hält der Kopfhörer besser. Und ich setze es Ihnen dann von hinten auf. So. Das ist ja kein Kopfhörer, sondern es ist ein Gehörschutz. Können Sie mich noch hören? Ja, aber sehr dumm. Und wenn ich jetzt ganz leise spreche, auch noch? Ja, können Sie mich jetzt noch hören? Ja, ich höre Sie noch, aber ich schreie jetzt wahrscheinlich, oder? Nein, noch nicht. Okay. Frau Baltes, was ist das? Das sind die möglichen Veränderungen, die das Auge betreffen können. Es kann also im Alter sein, dass das Gesichtsfeld eingeschränkt ist. Was sich mit Sicherheit verändern wird, ist die Sehkraft, vor allem im Nahbereich. Deshalb sehen Sie jetzt hier unten, sehen Sie deutlich schlechter. Und die Augenlinse kann vergilben. Das ist ein langsamer, schleichender Prozess. Der Grad ist abhängig von der Veranlagung und wie sehr Sie sich der Sonne ausgesetzt haben. Wenn Sie eben eine stärkere Vergilbung haben, dann wirkt sich das auch auf das Farbprofil aus. Und da es ja langsam und schleichend kommt, ist es einem älteren Menschen ja auch nicht bewusst, zum Beispiel bei der Auswahl der Kleider, dass jetzt vielleicht das vermeintlich Grüne oder Türkise eigentlich ein schönes Blau ist. Habe ich Sie da richtig verstanden mit Sonneneinstrahlung? Ja. Oder liegt das hier? Nein, das ist gar nicht. Das haben Sie richtig verstanden. Denn das ist eine normale Vergilbung der Augen. Richtigkeit. Toll. Es fällt Ihnen jetzt natürlich krass auf, dass es dieses farblich anders ist. Ein nicht akzeptabler Zustand. Sie müssen immer bedenken, es kommt natürlich langsam und schleichend. Insofern werden verschiedene Dinge natürlich auch nicht bewusst wahrgenommen, beziehungsweise Sie gewöhnen sich auch dran und kompensieren entsprechend. Aber ich kann auch nicht mal das auf der Säule richtig lesen. Also es ist alles so verschwommen. Ja, das wäre die Situation, dass man jetzt sagen, Sie haben jetzt leider Ihre Brille vergessen. Ja. Sonst wäre das mit Brille nicht passiert. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier gerade raus. Wie fühlen Sie sich?
festhalten, ansonsten komme ich gar nicht die Treppe hoch. Aber das Festhalten tut mir ja weh, weil dieser Klettverschluss meiner Hand schmerzt. Ich sehe auch gar nicht mehr, ob ich die Stufen richtig kriege. Und es geht richtig in die Beinmuskulatur. Also ich würde sagen, das ist jetzt hier gerade Fitnessstudio pur. Und auch schon schweißtreibend. Und ich verstehe sie nicht, sie muss es noch bald sagen. Ist es auch schon schweißtreibend? Ja, ein bisschen schon. Also, was anderes, ich kann es gar nicht beschreiben, es geht, als wenn man nicht mehr gehen könnte. Es ist alles sehr mühsam, die Gewichte, die tun weh, die Schultern tun vor allem weh, weil ja alles nach unten gezogen wird. Dann die Hände, die kribbeln in einer Tour. So als wenn sie jetzt mittlerweile, habe ich das Gefühl, sie sind eingeschlafen. Aber sie sind natürlich nicht eingeschlafen. Ja, und ich kann noch nicht mal diese Poster, ich kann den Text nicht lesen. Also ich sehe alles. Wie dicht müssen sie rangehen, um lesen zu können? Ich habe es jetzt wieder nicht verstanden, aber ich folge Ihnen. Wie dicht müssen sie rangehen, um lesen zu können? Ja, so kann ich es jetzt lesen. Aber ich sehe alles nicht klar, es ist verschwommen. Aber lesen kann ich es. Und ich sehe alles gelb. Wenn die Treppe warte, würde ich gar nicht erst ein bisschen zu klein. Ich laufe jetzt wieder langsamer an. Ich habe mich auch gefragt, warum meine Oma immer nur eine Stufe auf einmal genommen hat. Ich weiß es auch jetzt. Zwei auf einmal zu nehmen, da fühle ich mich unsicher, weil ich ja diese Gewichte habe. Ich bin jetzt genauso wie meine Oma immer einmal. Aber das Bücken ist auch schlimm. Also ich wollte spontan, so wie ich mich jetzt bücke, einfach so nach unten gehen, aber es geht gar nicht. Aber sie ist natürlich deutlich gealtert, mit Sicherheit über 70 von ihrem Empfinden her. Mit Sicherheit über 70. Aber man kann es natürlich nicht eins zu eins umsetzen, das ist ganz klar. Sie haben ihre Gene und auch ihre Lebensweise. Und das prägt sie auch. Und vielleicht ist das eine oder andere bei Ihnen gar nicht so schlimm und deutlich besser. Hellgrün, das ist der gleiche Farbton, das ist, ich würde sagen, pink. Ja. Das ist so ein, aua, das hat jetzt gerade wieder weh. Das ist so ein Lachston, das ist eine Mintfarbe. Also ein bisschen heller als das, aber auch eher grün, das ist lila und das ist orange. Gut. Gelb sehen Sie gar nicht? Nö. Ach, dann ist das, hier ist wahrscheinlich ein gelber Punkt, deswegen die weiße Fläche. Aber ich habe nicht gesehen, ich dachte, da fehlte einfach ein Punkt. Deshalb ist das hier eigentlich ganz schön, und auch immer die Farben so ein bisschen unterschiedlich wahrzunehmen. Wenn wir jetzt nicht wüssten, wie es sein könnte, würde ich jetzt sagen, ach Gott, jetzt kann sie die arme Frau schon die Farben nicht mehr erkennen. Ja. Aber es ist eben schon ein natürlicher Prozess, der jetzt halt bei Ihnen stärker ausgeprägt ist. Und das heißt wirklich nicht, dass alles jetzt natürlich in der Intensität auf uns alle zukommt. Das Alter gibt es nicht, aber Sie werden schon mal einen Eindruck bekommen haben, was sein könnte, wo sich mit Sicherheit jetzt auf einmal Schwierigkeiten für Sie aufgetan haben, die Sie vorher gar nicht wahrgenommen hätten. Ja, das Bücken beispielsweise, oder? Ich habe auch gesehen, ich bin die Treppe wie meine Oma, mal eine Stufe auf einmal, nicht so tap, 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 sondern mal tap. Das ist deutlich unsicherer. Ja, weil ich nicht sehen konnte, wo die Stufe ist. Die Angst zu fallen ist natürlich auch ganz groß im Alter. Ich bin jetzt doch viel Sport dran. Noch mehr Sport als jetzt schon.